Und damit heiße ich ganz herzlich willkommen zurück zu Black Sad Under the Skin. Tja, das war vielleicht eine Folge vor die letzte Folge war wirklich absolut genial. Wir sind in Dr. Mitchells Labor eingebrochen, haben dort Dr. Grün, eine deutsche Ratte, getroffen, der leistungssteigende Mittel für Sport findet. Ja, leider hat Dr. Mitch das Labor abgebrannt, mitsamt Dr. Grün und seine Tochter. Der Hengst Gill hat uns quasi eingesperrt, weil Dr. Mitchell eins auswischen wollte. Der hat es natürlich auch nicht überlebt, er ist auch in den Flammen umgekommen. Ebenso der Affe, der letzte noch Spanner. Oh. Und wir sind mit knapper Mühe und Not rausgekommen, dank Spanners Hilfe eben. Und bloß haben wir die Drogen alle gemacht. Gut, zuletzt hat er hier eine Cutscene beendet. Jetzt machen wir dort weiter. Ich glaube, wenn ich richtig sehe, hat er ein Stier dabei. Ich glaube, das war Al Stone. Hoffentlich geht es weiter dort weiter, wo ich es erstmal aufgehört habe. Sollte. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob vielleicht da jemand. In klassischen Noir-Filmen und Romanen bedeutet ein gelöster Fall niemals ein Happy End. Beim Detektiv bleibt immer ein bitterer Nachgeschmack zurück. Dieses Gefühl, dass alles besser war, bevor er den Fall übernahm. Dass er als Person besser war. Los, spucken Sie's aus! Ich weiß nicht warum, aber manchmal steckte ich viel zu tief in meiner eigenen Rolle fest. Was wollen Sie von mir? Ich sagte Stone, was ich wusste. Dass er Yale würde gewinnen lassen. Dass O'Leary sonst Helen Moores Karriere zerstören würde. Und dass Moore ohnehin geliefert sei. Spätestens wenn Amerika herausfinden würde, dass sein Liebling unter Drogen stand. Ich glaube Ihnen kein Wort. Unmöglich. Wer schickt sie? Heute? Keiner. Und was wäre, wenn ich Ihnen glauben würde? Was würde das ändern? Wenn ich das nicht für Sie tue, wie könnte ich ihr dann je wieder in die Augen sehen? Wie könnten wir da noch zusammenbleiben? Glauben Sie etwa, dass Sie zusammenbleiben, wenn Sie Ihren Titel verlieren und Sie des Dopings bezichtigt wird? Immerhin werde ich dann wissen, dass ich's versucht habe. Wie ist die Fallobst? Sie könnten im Gefängnis landen, Laufbahn ruinieren. Nehmen wir einfach so. O'Learys Welt ist längst untergegangen. Jetzt hat das Fernsehen das Sagen. Sportskandale und abgesprochene Kämpfe ruinieren die Glaubwürdigkeit. Ganz zu schweigen von den Einschaltquoten. Wenn Sie Fallobst spielen und die Sache rauskommt, verlieren Sie weit mehr als nur einen Kampf. Geht's für Sie nur darum, professionell zu sein? Okay. Sie haben die Wahl. Aber Sie können mir glauben, Ihr Manager ist ein Mörder. Lassen Sie den so weit wie nur irgend möglich hinter sich. Hey, ja. Blackshead! Ich denk drüber nach. Wir haben es ja schließlich gesehen, wie er den Adler alle gemacht hat. Das beziehungsweise auch mal abknallen ließ. Aber wer profitiert jetzt von den ganzen abgekarteten Sportler? Jemand, der klein ist? Und vielleicht sogar ein bisschen Eisen am Bein hat. Zumindest hat er eine Agentur eröffnet. So, ich glaube, da müssen wir jetzt das gute Tim hier besuchen. So, wo sehen wir denn jetzt? Also Rollstuhlgängig sieht die Wohnung aus. Das ist Bob Yales Wohnung. Dann wusste, dass Mitchell ihm Drogen verabreichte, wie Yale bestätigte. Darum stritten sie am Abend seines Todes. Ich war damals sogar sauber, hatte das Zeug seit Tagen nicht genommen. Ich wollte nicht so werden. Ich wollte Joe folgen. Doch er hatte alles herausgefunden. Er glaubte mir nicht, als ich ihm sagte, ich hätte mit all dem nichts zu tun. Aber sie haben sie wiedergenommen. Nur nach seinem Tod.
um mit dieser Sache fertig zu werden. Doch durch die Drogen bekamen sie eine Panikattacke. Ja. Aber seitdem bin ich sauber. Mitchell hat ihnen die Pillen gegeben, als er sie im Krankenhaus besuchte. Was ihre wundersame Heilung erklären dürfte. Haben sie vor, dir auch vor ihrem Kampf zu nehmen? Er soll das lieber lassen. Tun Sie es nicht, Bobby. Irgendjemand muss den Boxclub retten. Das schulde ich Joe. Und Sonja. Und meiner Tante Mary. Ihr Vater hätte so etwas niemals getan. Was? Ich erzählte Yale alles, was ich über den Tod seines Vaters wusste. Keine Ahnung, wie er es aufnahm. Und ich sehe auch keinen Zusammenhang mit dem rätselhaften Ertrinken Desmond O'Learys, der einige Wochen später tot im Hudson River auftauchte, gleich neben Pier 27. Was? Wie war's? Moment! Wieso erfahren wir das erst jetzt? Also, ich bin jetzt also ganz baff hier. Desmond O'Learys. Ja. Hier muss ein ganz schön Durchzug herrschen, John. Aber Desmond O'Learys hat sich. Ist sozusagen umgebracht worden oder zumindest sich selbst umgebracht. Plötzlich? Einfach so? Stone und Yale konnten mir meine Verbitterung nicht nehmen. Ich brauchte einen Freund. Er war außer sich, weil ich ihm den Tipp nicht gegeben hatte. Doch mit einem Milchshake konnte ich ihn beruhigen. Nach diesem perfekten Sturm aus Korruption und Mord konnte mich nur Freundschaft wieder mit der Welt versöhnen. Der Typ steht auch jedes Mal dort in die Ecke. Nur so würde ich meinen Glauben an die Menschheit wiedererlangen. Nur das würde meine Seele wieder reinwaschen. Nur das. Und Geld. Oh, musste das jetzt wirklich sein mit Geld? Also ich finde, da haben wir jetzt wirklich ganz schön was rausgeschnitten, Leute. Also da mit dem Tod von Desmond O'Learys. Aber jetzt müssen wir halt zu Tim. In einem normalen Noir-Roman würden Yale und Stone dafür bestraft werden, dass sie die Regel gebrochen hatten. Sonja, dem Opfer, würde Gerechtigkeit widerfahren. Doch dies hier war ja die reale Welt. Als der Detektiv, der den Fall gelöst hatte, musste ich mir nur meinen Scheck abholen und mich wieder auf den Weg machen. Sehr erfreut, Mr. Blacksad. Mr. Thorpe ist unterwegs. Möchten Sie nicht Platz nehmen, während Sie warten? Gehen wir das hier. Hat er Ihnen gesagt, warum er später kommt? Er ist gleich da. Bitte, nehmen Sie Platz. Ach hey, ja, wirklich so freizügig dazu, was in den 50ern? Ob das auch wirklich so war? Naja. Zumindest ziemlich aufgedunsen sieht sie schon mal aus. Hat sie jetzt versucht, uns schöne Augen zu machen? Ganz gleich, wie viele angeschnittene Bälle ihm das Schicksal auch zuwerfen mag, er landet doch immer wieder mit beiden Beinen auf dem Boden. Als er noch ein aufstrebendes Sporttalent war, setzte der Krieg seiner Laufbahn ein Ende. Also wurde er zum Kriegshelden. Nach dem Krieg endete er nicht wie Gil oder ich. Er wurde zum Spitzensportler, einem Footballstar, der es bis in die Hall of Fame schaffte. Als er nach einem Unfall im Rollstuhl saß, wechselte er erfolgreich in die Werbung. Boardroom? President. Was sind sicher als all die Namen, wo wir vorhin aufgesagt haben? Peter Lowe, ja. Boxer.
Miles Benton, Baseball, Helen Moore. Ein freundliches Gesicht. Jacob Siegler, ja. Da sind also einige darunter, die wir auf der Liste hatten. Müssen wir zurück zu kombinieren, Freundchen. Also, wo ist es da mit der Liste? Ah, hier. Nein, das ist unmöglich. Aber was wäre, wenn Tim Thorpe etwas mit Mitchells Machenschaften zu tun hätte? Mr. Blacksad? Mr. Thorpe wird später als erwartet hier eintreffen, aber er besteht darauf, Sie zu sehen, wenn es Ihnen nicht ausmacht. Solange Sie mir helfen, nicht vor Langeweile zu sterben. Das gehört zwar nicht zu meinen offiziellen Aufgaben, aber... Aber... Na? Deine persönliche Einschätzung, John? Wenn ich Ihre Feldzeichnung hätte... Wäre ich dann noch der gleiche? Hätte ich einen anderen Namen? Ach, John, du hättest doch jetzt etwas sagen können, dass zum Beispiel ihr wunderschönen grünen Augen zum Beispiel. Nichts dergleichen, aber naja. Sam Merrick. Aha. Also es dürfte also mit dem Dinner sein, mit Sonja dann. Wenn mich mein Bauchgefühl nicht trügt, dann müsste ein Meeting mit Mitchell irgendwo in Thorpes Kalender vermerkt sein. Jetzt müssen wir nur noch die Sekretärin loswerden. Aber wir wollen nur ein bisschen das Spiel genießen. Ich glaube, wir sind jetzt kurz vor dem Ende. Wie lange arbeiten Sie schon für Tim Thorpe? Fast 3 Jahre. Und ich hoffe, das ist was Langfristiges. In welche Beziehung? Wollen Sie nur seine Privatsekretärin bleiben? Oder darf es ein bisschen Privateres sein? Wie lange braucht er noch? Hat er Ihnen gesagt, wie lange er brauchen wird, um hierher zu kommen? Sie sind gerade bei Delanos raus, also etwa 30 Minuten? Hängt vom Verkehr ab. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ein bisschen süß aus Raspeln, John. Sind in der Agentur in letzter Zeit seltsame Dinge passiert? Nicht während ich Dienst hatte. Das vielleicht seltsamste, was ich bislang erlebt habe, ist ein gelangweilter Detektiv, der mich mit Fragen löchert. Aufregend. Nun, wissen Sie, ich habe da ein Problem. Um berechnen zu können, wie viel Mr. Thorpe mir noch schuldet, muss ich wissen, an welchem Tag ich angefangen habe, den Fall zu bearbeiten. Aber das weiß ich nicht mehr. Haben Sie das zufällig irgendwo notiert? Also ich hatte da jedenfalls keinen Dienst, sonst würde ich mich daran erinnern. Lassen Sie mich mal sehen. Ja. Also hier können wir jetzt nichts erzielen. Dass wir hier hin müssen, das weiß ich, aber irgendwas, was ist denn sonst noch? Was ist denn das zweite? Na gut, dann nehmen wir halt dann gleich das hier. Ah, lass mich mal sehen, es sind beide Unterschriften. Miles Benton. Und gestern habe ich noch Wallace. Ein Volltreffer. Lupianek mit Gouverneur Katz. Oh, danke. Danke, meine Teuerste, dass wir hier gleich umblättern.
Ah, das kann. Das ist schon ein Volltreffer. Villain Game? Gomez oder Games? Bei Gomez? Paul Rosenberg. Ah, Austernrestaurant. Aber hier haben wir Mitchell. Na komm schon. Wir müssen ihn doch dort getroffen haben, oder nicht? Mit Bobby Yale Meeting? Aha. Brett McNeil. Und Claude Heinke. Können wir das ein bisschen abkürzen? Also ich meine direkt da drauf. Was? Dunn war 2 Tage vor seinem Tod noch hier? Warum hatte Thorpe das nie erwähnt? Tut mir leid, aber Ihr Name steht hier nicht. Warten Sie, mir fällt da gerade was ein. An dem Tag, an dem ich hierher gekommen bin, kam Joe Dunn gerade aus der Tür. Also, nein, Sie hatten keine Termine. Wobei, vielleicht habe ich vergessen, Sie aufzuschreiben. Mr. Dunn, der normalerweise sehr freundlich ist, verließ uns wutentbrannt. Er hat sogar Mr. Thorpes Tür zugeknallt. Gut, jetzt weiß ich, dass ich in Thorpes Büro hinein muss. Und verabschiedet hat er sich auch nicht. Ja, genau das war der Tag. Sie erinnern sich nicht an mich, weil ich dann gefolgt bin, als er hier herausgestürmt kam. Ich bin ja selbst nicht reingekommen. Natürlich. Das erklärt alles. Keine Frage. Also, da Mr. Thorpe so bald ja nicht hier auftauchen wird, vertrete ich mir mal ein wenig die Beine. Muss ja in Form bleiben. Der Blick. Komm schon, Thorpe. Sag mir, dass dein Büro noch eine Hintertür hat. Sicher. Hm. Also, das ist der Meeting. Also. Die Lobby ist jetzt raus. Da ist die Halle. Hier sind die Toiletten. Oder Moment, was? Das ist das Wartezimmer. Sind wir nicht gewesen. Das war sicher in der Lobby. Also hier müssen jetzt die Toiletten sein. Ja, Restroom. Welche sieht soll ich wieder die Smirnoff-Karte ausspielen? Rufen wir doch mal an. 10 Cent! Ja, das waren doch Preise, Leute. Wenn man bedenkt, was man heutzutage zahlt für das, Smirnoff wusste nicht, was er davon halten sollte. Er bat mich, auf mich aufzupassen und ihn sofort anzurufen, sobald ich neue Erkenntnisse habe. Und er sagte mir noch, dass Gil endlich ausgepackt hatte. Er stritt ab, die Kellertür versperrt zu haben. Und er gab an, die LKW-Tür habe sich geöffnet. Doch er habe einen Schlag auf den Kopf bekommen, als er auszusteigen versuchte. Er sei dann von der Polizei neben der Kellertür gefunden worden. Offensichtlich hat die gleiche Person, welche die Tür versperrte, ihn auch dorthin getragen. Ah, das war Spano. Der hätte also doch recht gehabt. Der hätte gar nicht Mitchell umgebracht. Aber 10 Cent pro Anruf. Ach du meine Verrückte. Also wenn man das heutzutage bedenkt, lokaler Anruf, das kostet heutzutage kostet ja fast nichts mehr. Man verdient ja viel mehr Geld als mit dem Internet. Mit dem Surfen und so. Also was haben wir hier? Bobby Yale, aha. Also, dann hattest du ja doch etwas mit diesem Expander zu tun. Ja, das Bild auf der Box, das war er selber. Oh, Leute. Sag mir bloß bitte, ich muss jetzt da raus. Wenn Weekly hier wäre, müsste ich ihm die Hände auf den Rücken fesseln.
Aber geht's hier nicht zu sammeln? Ein Sammelbild. Okay, na gut, wir machen jetzt ein bisschen vorwärts. Letztes Mal bin ich knapp noch rechtzeitig zur Arbeit gekommen. Jetzt muss ich da auch noch ein bisschen beeilen. Katzen haben keine Höhenangst. Ich kenne sowas gar nicht. Ah, ich dachte schon, jetzt würde der automatisch runterklettern. Dürfen wir einfach nicht durch die Tür laufen? Meiner Erfahrung nach stinken Sachen zum Himmel, die zuerst richtig gut aussehen. Also wir sagen, die Umsätze jeden Monat sind gesteigert. Sonst hier nichts, auch kein Sammelbild. Das wäre einfach so klassisch. Oh. Ich selbst habe ja auch keine Höhenangst, aber ich stelle mir es gerade vor, die ganze Zeit im Büro zu sitzen, hier am Anfang, damit ich gerade einen Höhenkoller bekomme. Hier geht es zum Präsident. Hier würde es wieder... Rennt ich hier durch? Nein, auch nicht. Aha, Sammelbild. Hier ist noch eins. Vielleicht zwei. Aber wie kann ich die auswählen? Ey, die muss ich doch... John? Hier sind ein paar Sammelbilder. Ah, komm schon. Nein. Ein Schritt. Mach einen Schritt. Er damit. Ich glaube, das ist Forbes selber. Ja, das hier. John, komm schon. Hier hat es ein Bild, das will ich gern sammeln. Muss ich wirklich jetzt da auf der anderen Seite und sonst, wenn es halt nicht geht, dann lasse ich es. Aber zumindest für diejenigen, ihr habt es gesehen. Ah, jetzt geht's. Ja, damit. Ah, gut. Dann ab ins Büro. Ah, ups. Geschafft. Was werden wir hier drin finden, Leute? Was zumindest, was wir gerade gefunden haben, schlechter Kunstgeschmack. Ich meine, wir hängen sowas auf. Hier über Holzvertäfelung und dann so ein rotes Bild. Die Stühle sehen etwas elegant aus. Da, das letzte Mal, als ich so reingesessen bin, das war in einem englischen Pub. Wo war das jetzt nochmal? Ich glaube in Chester. Chester oder allenfalls? Doch eine seiner Stärken, die Präzision seines Wurfes. Ich habe mir den Spitznamen Eisenarm zu Beginn meiner Laufbahn verliehen. Ich habe den Ball mit 93 km geworfen. Und doch war Präzision, keine mehr Tugenden, der Ball immer wohin er wollte. Mein Coach, der große Geoffrey Starks, hat... Also arbeitete ich hart. Ja. In Pearl Harbor. Ich habe mich sofort freiwillig gemeldet und kam zur Air Force, nachdem ich einen Kameraden im Gefecht verloren hatte, wie ein anderer schwer verwundet wurde, bat ich um meine Versicherung. Ich wurde Scharfschütze. Ich sollte das ja eigentlich nicht sagen, aber ich gehörte zu den... Und zwar nur dank meiner Präzision. Nein, dank Geoffrey Sachs. Ich frage mich, wie viele Amerikaner dieser Mann mit meinem Arm gerettet hat. An dieser Stelle ist Tim Thorpe fast zu Tränen gerührt und bittet mich um eine Pause. Es ist erschütternd zu sehen, wie ein Sportler und Soldat, ein Mann, der für seine Präzision und sein Können mit der Medal of und den Spitznamen Chirurg von seinen Kameraden bekam. Das kann nicht sein. Ich meine, das könnte ein Zufall sein, aber nein. Nein, kein Zufall. Warum überrascht mich das?
Bei jedem Fall gibt es diesen einen Punkt, an dem jede einzelne Spur im Sande zu verlaufen scheint. Und man muss wieder zurück an den Anfang, um der richtigen Spur zu folgen. Also ich mache jetzt hier gar nichts, Leute. Hat jetzt... Er hat jetzt erstmal selber ein paar Theorien direkt eliminiert. Was das heißt also, das war gar nicht Gil, sondern dem Eisenarm vor. Den Chirurgen. Doch nicht. Achso. Aha. Hier. Genau. Thorpe steckt hinter dieser ganzen Drogensache. Aber wieso hat er eigentlich jetzt... Hat er es dann erzählt? Und dann hat... Wen wollte er es erzählen? Sorry Leute, ich muss jetzt hier... einen Cut gesetzt. Bringt ja nichts, das rauszufinden, was man noch nicht weiß. Noch ein Sammelbild. Okay. Oh. Und Boss. Natürlich. Ach du Scheiße. Lieber nicht. Könnte mit dem Telefon am Empfang verbunden sein. Irgendwie seltsam, dass hinter einem Schreibtisch kein Bürostuhl steht, bis einem dann einfällt, dass hier ein Rollstuhlfahrer arbeitet. Was gibt's hier nicht zu sehen? Nur diese Trophäe hier, okay. Ja, die Schlussfolgerungen lassen etwas zu. Aber was denn hier bitte? Wir müssen ihn dazu irgendwie zum Laufen zu bringen. Ha! Sollte ich Thorpes Waffe vielleicht dorthin legen und ihn bedrängen, damit er aufstehen muss, um sie zu holen? Und wer haben wir denn als Zeugen? Die Show würde schon bald beginnen. Ich brauchte nur ein Publikum und etwas Geduld. Eben, das ist doch das Wichtigste. Ich meine, was bringt es, wenn jemand... Wenn er steht, aber keiner sieht es. Hör auf! Sollen wir dich mal Kiel holen, du Leichtmatrose? Wie albern du bist! Meuterei! Du willst wohl Haifutter werden, oder? Oh, Blacksat. Jetzt habe ich aber ein furchtbar schlechtes Gewissen, dass ich sie habe. John! Wissen Sie, es gab da eine Meuterei an Bord, also... Hör auf! Sie sehen ja, was ich meine. Also schön. Steuerfrau, in die Kabine mit dir! Vorwärts! Ei, ei, Captain. Kommen Sie, Blacksat. Julie, ich möchte von niemandem gestört werden. Schätzchen, wartest du bitte im Sitzungssaal auf mich? Aber... Es dauert auch nicht lange. Ich denke, du hast schon genug gelitten. Na gut. Und überleg dir schon mal, wo wir heute Abend essen wollen, okay? Oh, sicher irgendwo in der übelste Spelunke. Ist mir noch schon da? Wissen Sie, ich werde Sie nicht dafür bezahlen, dass Sie den Fall gelöst haben.
Wow. Ich dachte, Sie stehen zu Ihrem Wort. Nein, so ist es nicht. Sie kriegen jeden Penny, wie vereinbart. Und noch mehr. Aber nicht, weil Sie den Fall gelöst haben, sondern für Sie. Vor 2 Tagen wollte sie alles hinschmeißen. Das College verlassen, den Boxclub verkaufen. Es war einfach alles zu viel. Doch dank ihrer unglaublichen Arbeit ist alles wieder ins Lot gekommen. Naja, vielleicht nicht alles. Es braucht Zeit, über so etwas hinwegzukommen. Doch immerhin will Sonja dank Ihnen glücklich werden. Sie hat Hoffnung. Ich werde ihr dabei helfen, Dunst Gym zum besten Boxclub der Stadt zu machen. Wer hätte das gedacht, was? Freuen wir uns für Sonja. Ich freue mich für sie. Sie hat eine Menge durchgemacht. Und wenn ich ehrlich bin, war ich mir nicht sicher, ob sie es schaffen würde. Nun, noch hat sie es ja auch nicht. Aber das wird schon. Wie auch immer, zurück zum Fall. All die Leute, mit denen sie es zu tun bekommen haben. Gil, der deutsche Doktor, selbst Mitchell. Ha, den hätte ich niemals im Verdacht gehabt. Haben die irgendwas gesagt? Warum haben die das getan? Haben die irgendwelche Komplizen erwähnt? Da stell mich jetzt mal die Falle. Die haben einen gewissen Chirurgen erwähnt. Ein Chirurgen? Wissen Sie vielleicht, wer das sein könnte? Beschuldigen wir ihn direkt. Ein Journalist hat's mir erzählt. Klingelt da was? Da haben wir dich. Nur der Blick mal raus zum Sehen. Ich bin mir sicher, dass Sie gute Absichten haben. Doch Sie irren sich. Wieso glauben Sie das denn? Dafür muss es doch einen Grund geben. Wollen Sie schon dann befohlen, ja? Das hat er definitiv. Er war ja die dritte Person, die er da verlassen hat. Aber er ist aus dem Fenster rausgeschaut, ob da irgendwelche Zeugen sind. Ich weiß, dass Sie Randall Lay befohlen haben, Joe Dunn umzubringen. Und Sie haben versucht, Bobby Yale anzuschwärzen, der erst kürzlich von Ihrer medizinischen Betreuung Abstand genommen hat. Joe war mein Freund. Kapieren Sie es denn nicht? Dann eben das mit Randall Lay. Ich weiß, dass Sie mal ein sehr guter Scharfschütze waren. Und ich denke, dass Sie das waren, der Randall Lay im Krankenhaus erschossen hat. Haben Sie mich mal angesehen, Blacksat? Wie sollte ich das denn wohl anstellen? Ich habe Sie angeheuert, damit Sie diesen verdammten Fall aufklären. Glauben Sie, ein Mörder würde so etwas tun? Nur weil Sie geglaubt haben, ich schiebe alles auf Bobby Yale und gebe den Fall auf. Doch als mir klar wurde, dass hier etwas nicht stimmt, haben Sie Randall Lay und Gil geschickt, um mir Angst einzujagen. Und als all das nichts gebracht hat, haben Sie Lay befohlen, mich umzulegen. Sie gehören zu der Sorte, die ihre Beute nicht mehr loslassen, was? Nie. Sie haben recht. Ich lasse meine Beute niemals wieder los. Na? Hat er eben noch nicht in die Schublade geguckt? Versetzen Sie sich mal für einen Moment in meine Lage. Sie sind ein vielversprechender Footballspieler, der gerade erst aus dem Krieg zurück, aber immer noch ein Niemand ist. Der Mann, den Sie gerettet haben, ist so nett, sein Haus für Sie zu öffnen. Dieser Mann hat immer noch nicht den Tod seiner Frau überwunden. Er arbeitet jeden Tag in seinem Boxclub und nachts trinkt er sich in den Schlaf. Also sind Sie derjenige, der praktisch seine Tochter großzieht. Sie schenken ihr ihren allerersten Rechenschieber. Tja, Sie ermutigen sie, sich weiterzubilden. Sie trösten sie, wenn sie ihre geliebte Mutter und den Vater vermisst. Ha? In der Zwischenzeit startet ihre Karriere als Sportler durch. Das Leben ist gut.
Bis sie eines Tages, wie aus heiterem Himmel, durch einen schrecklichen Unfall zum Krüppel werden. Ein alter Freund, Mitchell, sagt ihnen, er kenne da jemanden, der ihnen helfen könne. Einen deutschen Doktor. Seine Drogen brauchen ihre Zeit, um zu wirken, aber sie wirken Wunder. Sie können kurze Strecken wieder gehen, nach und nach. Und diese Strecken werden im Laufe der Zeit immer länger. Doch die Drogen sind alles andere als billig. Sie müssen einen Weg finden, für den Stoff zu bezahlen. Stimmen Sie mir zu? Aha, das hat diese Agentur. Und direkt anschuldigen. Also haben Sie angefangen, Drogen an Sportler zu verkaufen. Dann haben Sie eine Werbeagentur gegründet, um genau diese Sportler anzuheuern. Die Drogen verbesserten ihre Leistungen und sie konnten bessere Anzeigendeals herausschlagen. Das perfekte Geschäftsmodell. Ihr erster Klient? Craig Spano. Er steckte gerade in einem Karrieretief, also? Versuchskaninchen, ja. War er das Versuchskaninchen für ihre neue Geschäftsidee? Doch als sich erhebliche Nebenwirkungen zeigten, haben sie ihn rausgeschmissen. Sie hatten Angst, dass er auspackt. Also haben sie versucht, ihn umzulegen. Deshalb hat er sich versteckt. Von da an lief ihr Laden wie geschmiert. Sie gaben sich sogar der Illusion hin, unantastbar über dem Gesetz zu stehen. Bis Joe dann von der Sache Wind bekam. 2 Tage vor seinem bedauerlichen Tod kam er bei ihnen vorbei. Das reicht jetzt! Hören Sie auf! Fast wäre aufgestanden. Ich weiß nicht, ob ich über dem Gesetz stehe. Aber darunter stehe ich weiß Gott nicht. Wissen Sie, wie viel Macht ich habe? Mit welchen Leuten ich Tag für Tag zu speisen pflege? Ich könnte sie erschießen. An Ort und Stelle. Und rein gar nichts würde mir geschehen. Mit der Knarre in ihrer Schublade. Ich fürchte, daraus wird leider nichts. Ich habe sie außer Reichweite gelegt. Für den Fall, dass Sie meine Verdächtigungen bestätigen, Eisenarm. Und jetzt, wenn Sie entschuldigen, habe ich eine Verabredung mit der Polizei. Und das ist ja automatisch weiß. Ich lasse nicht zu, dass mir irgendwer nochmal das Leben ruiniert. Sonja und ich, wir haben uns eine Zukunft verdient. Sie können jetzt reinkommen, Kommissar Smirnov. Timothy Wilson Thorpe, lassen Sie Ihre Waffe fallen. Sie sind hiermit verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sollten Sie sich keinen leisten können, wird Ihnen einer gestellt. Mr. Thorpe. Oh, was? Wie? Wovon? Sonja? Warum? Natürlich hat er ihr Vater umgebracht, aber trotzdem. Nein? Wir umarmen sie. Sonja Dunn. Sie sind verhaftet wegen des Mordes an Timothy Wilson Thorpe. Tja. Unterbrechen wir ihn mal. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie können von Ihrem Recht Gebrauch machen, die Aussage zu verweigern. Seien Sie still. Jetzt? Nicht verdient. Sonja sollte niemals auch nur einen Fuß in ein Gefängnis setzen. Blacksat, nicht.
Aber ihre Lager. Sie und ich, wir haben doch auch schon sowas gemacht. Sie erinnern sich, oder? Wenn Sie verhaften wollen, dann verhaften Sie mich zuerst. Und dann verhaften Sie sich selbst. Nein, das würde niemals funktionieren. Wie sollen wir das vertuschen? John? Ich stecke die Kugeln wieder zurück in die Waffe. Thorpe hat auf mich gezielt, aber Sonja war schneller. Wir tun das Richtige, Kommissar. John, warum mache ich mir immer die Hände schmutzig, wenn ich in Ihrer Nähe bin? Mach die Gewohnheit. Schließlich hast du mich auch dazu ausgerettet, als ich den Mörder meiner Freundin gefunden habe. Was ist das Grab ist von Joe Dunn? Und Craig Sparrow? Ah, Joe Dunn's Grab. Und Miss Purnell legt Blumen ab. Ja, John, ich habe den Fall gelöst. Nach allem, was sich zugetragen hatte, war der Kampf das Letzte, was mich noch interessierte. Würde Yale vor dem Kampf Drogen nehmen? Würde Stone ihn gewinnen lassen? Ich hatte alles in meiner Macht Stehende getan, damit sich die Dinge nach meinem moralischen Kompass entwickelten. Ob irgendjemand auf mich hören würde, war eine ganz andere Sache. Denn ganz gleich, was man uns auch sagt, was wir tun, bestimmt nicht immer unsere Zukunft. Tja, mein moralischer Kompass. Als ob ich wüsste, was das ist. Ich wusste nicht mal, was ich von meiner Arbeit an diesem Fall überhaupt zu halten hatte. Hatte ich ein reines Gewissen? Würde ich mich wieder so entscheiden, wenn ich die Chance dazu hätte? Nein. Persönlich nein, aber wir nehmen jetzt ja. Es ist nur noch der Sonnenuntergang. Neun Leben. Tja, also das war's jetzt. Blackset, Under the Skin. Endlich konnte ich das Spiel beenden. Oh, nach solch langer Zeit. Meine Güte, aber trotzdem. Das Spiel hätten sie auch ein bisschen länger machen können. Da allen voran wegen dem Tod von Desmond O'Leary. Ja, trotzdem können wir eigentlich zufrieden sein, aber kann ich jetzt vorhin noch irgendwie sehen, wie unser Blackset abgeschlossen hat und wie viele Stickers ich gesammelt habe? Also das will ich jetzt noch gerne noch sehen. Ja, leider kann man hier nicht skippen, schade. Smirnoff-Abteilung. Trotzdem, nettes Spiel, definitiv. Aber wenn es immer noch, nach all den Jahren, immer noch Bugs hat, die leider nie gefixt werden. Grafisch und alles, naja. Ich hoffe einfach mal, dass es nochmal ein zweites Blackset-Spiel gibt. Oder ein bisschen besser ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Live-Action. Wenn ich da an die Comics denke. Ich sehe, ob der siebte rauskommt, weiß ich auch noch nicht. Ich hoffe, in den nächsten paar Jahren, wenn ich den sechsten Band lesen kann. Das ist der Nachteil, wenn es dann zwei Teile sind.
entweder liest man es vorher, dann wartet man die ganze Zeit, bis es weitergeht, oder also macht so wie ich jetzt. Ja? Rolf Kliszewski hat das Deutsche übersetzt. Russisch haben die jetzt sechs Personen gehabt. Erstaunlich. Gut. Also eben, ich lasse jetzt das Kredit mal ein bisschen durchgehen. Und eben, falls es möglich ist, dann will ich noch schnell kurz so zeigen, wie mein Blackset aussieht. Also eben, aufgrund der Entscheidungen. Gut. Ah. Dr. Grune. Cher di Giacomo. Man hätte sie wenigstens einen Deutschen nehmen können, dann wenigstens ein bisschen vielleicht einen englischen Original, wahrscheinlich einen richtig deutschen Akzent. Aber den Buchmacher haben wir gar nicht gehört, der hätten wir anrufen sollen. Also jedenfalls. Das war's. Black Sad, Under the Skin. Ich bin euer Mr. Paus und sage Cheerio!